Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Jo, wir sind in der vorletzten Mission, jedenfalls auf Seiten von Samt. Danach geht es ja nochmal von vorne los, dieser vierte Akt auf der Seite von Oscar, um euch das auch mal noch zu zeigen, um das zu vervollständigen und weil ich sagen muss, dass ich die Teufelseinheiten irgendwie doch besser finde als die Seelenlosen. Aber wir machen es erstmal mit den Seelenlosen fertig. Und zwar sind wir in Kapitel 4, Akt 3. Ein guter Tag zum Töten. Ist für Paul nicht immer ein guter Tag zu töten. Nach den Adligen des Stadtrats musst du nun dein Augenmerk auf den Geheimdienst des Königreichs und seine bösen Agenten richten. Das Volk muss mit Hörnern, Fängen und blutgetränkten Krallen befreit werden. Yay, wir sind immer noch böse, aber wir tun es, als ob wir gut sind. So klingt das meiner Meinung nach. Also, dann legen wir mal los. You have left the province of Valmorgan swarming with bloodthirsty nobles and headed north to an overgrown ruin outside Oakendor. Here lays the most secret headquarters of the kingdom's body of intelligence. With its archives jam-packed with information on literally everything and everyone. As you understand it, your task will simply be to continue handing out deadly reprimands to the servants of the sovereign. A delightful task that would make all your friends from back home cerise with envy. Hellchild. Velvet has been thinking about this paradise he's creating. It should be just, shouldn't it? Fairness and justice is good, right? Well, yeah, I guess. And I feel another speech coming. Well, you're right. But when it comes to justice, there isn't much to discuss, is there? For example, if someone takes something which belongs to another, that is unjust. If a person is killed for no apparent reason, that's not fair. And if an ogre gets beaten by a gnome in a fist fight, it's evidence that something is amiss. Well, sure. Assuming that you can determine things like who owns what and who makes the rules of the fight. You certainly like complicating things, don't you? An ogre being beaten by a gnome is obviously as unfair as a smart person losing against a moron in a game of shacks, or a rich man going hungry instead of the poor. Hmm. Well, actually, I can't argue with that logic. Anyway, close to this dungeon is the underground headquarters of the KBI, the Kingdom's Body of Intelligence, a truly unjust agency led by an evil genius named Felix Bonaparte. The KBI archives hold body hair samples taken from all creatures on the continent, the bottled stench of all suspected freethinkers, even records of public and private statements made by thousands of Ardanians. And what exactly makes that unjust, if you don't mind me asking? Are you trying to get on Velvet's nerves, Hellchild? Just listen. Set up our operation and find a way to penetrate KBI headquarters. According to Velvet's scouts, there is some form of emergency exit very close by. Just don't enter until Velvet says so. Oh, Hellchild. Judging by the buzz in Velvet's horns, a large group of KBI field agents are headed back to the HQ. You must be real quick about this one. Get ready, and Velvet will tell you when to launch the attack. Das sieht schon mal komisch aus, ein bisschen wie ein Rätsel. Mhm. Und hier ist alles voll mit seelenlosen Einheiten, wenn ich das richtig sehe. In seelenlosen Räumen. Okay. Erst einmal wie immer neue Schergen. Arbeiter beschwören, Imps beschwören, wie auch immer. Demonum Explosio! So. Ich kann hier vorbeigraben, oder? Ja, kann ich. Kann ich hier um die Ecke graben? Kann ich auch. Dann wird hier oben erst einmal aufgebaut. Passt das Schreiatorium hier unten hin? Ja, passt es. Und du passt auch noch hier unten hin, oder? Ja, tust du. Gut.
Und ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dann hier reingraben soll. So, hier erstmal einen Diener hinschicken. Ich habe mein Maximum am Arbeitern erreicht. Die schicke ich alle schon mal hier nach oben, dass sie aus Beschuss sind, wenn Helden eintreffen sollten. Und ja, ich hätte hier einfach irgendwo runtergraben können, aber ich kann auch hier runtergraben, oder? Ich kann sagen, wir mal hier. Ja, hier passt gut. Oder ich grab weiter drüben runter. Das sehe ich gar nicht. Aber wenn es soweit ist. So, jetzt schalten wir erst einmal das Scheusal frei. Und machen uns unsere erste Truppe. So, schalten wir auch gleich mal den Übungsraum frei, würde ich sagen. Oh ja, genau, ich kann hier den Übungsraum hinklatschen und dann vom Übungsraum aus nach hier unten graben. Sehr gute Idee. So. Stellen wir Trupp 1 schon mal zusammen. Opfern Trupp 1 einen Arbeiter. Und ballern am besten immer vor dem Verbrennungsofen. Porten, außer wenn Helden halt kommen. So. Ja. Gut. Wo ist die Einsammaterialmission, die erstbeste? Da unten sind zwei. Na, dann schicken wir mal den Trupp los, da unten Materialien beschaffen. 70 können wir einlagern und genau 70 kriegen wir auch. Sehr gut. Also 50 kriegen wir und von 50 können wir gleich den Übungsraum bauen. Damit wir den Trupp verstärken für den Fall, dass sowas passiert wie in der letzten Mission. Was ja irre nervig ist. Und als nächstes schnelle Auffassungsgabe dann. Wie immer. Sag bloß, die sind schon fertig. Ja, die sind schon fertig. Hey, der Trupp sieht gar nicht mal so sehr angeschlagen aus. Dann kann ich ihn gleich wieder losschicken. Oh, die Siegpunkte erhalten für Pilze. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes wirklich gleich auf den Oculus. So, jetzt müsste gleich einer losrennen. Ich kann die einfach mit der Aura heilen, oder? Jo, kann ich. Sehr schön. Und gleich wieder losschicken. Oh, jetzt haben wir nur noch Platz für 55 Materialien. Das heißt, wir werden gleich welche verlieren. Jo. Egal. So, hier, wie gesagt, den Übungsraum reinbauen. Und dann wandeln wir einfach Pilze um. Genau. Wandeln wir noch mehr Pilze um. So, und die ist hierfür gebaute Räume. Ein Punkt fehlt uns noch für den Oculus. Und wenn der Trupp wieder da ist, bauen wir erst einmal. Ja, hier hinten ist Platz für Vorratslager, glaube ich. Hier können wir eins hinbauen. Jo. Sehr schön. Und wenn wir dann trainiert haben, dann holen wir uns erstmal die beiden Oculi hier. Die wir von unserem Pilzraum erreichen. So, Trupp ist wieder da. Gleich mal wieder hochheilen. Ach, und gleich mal hier reinporten, dass sie aufleveln. So, Materialien für den, für die Vorratskammer, die ich hier hinten genau hinbauen kann. Und dann kann ich schon mal hier hingraben. So.
Hier läuft ja nur ein Trolliton-Patrouille, genau. So. Squad ist Stufe 2. Wir können hier uns durchgraben. Oh, und wir können den Oculus freischalten. Sehr schön. Und auch die Werkstatt gleich. Hm. Sehr gut. Obwohl ich denke, wir kriegen alle Gebäude hier oben hin. Hallo, Oculi. Ja, tötet ruhig meinen Arbeiter. Ist ja nicht so, als ob ich die nicht in Massen produzieren kann. So. So, gleich mal ein Ersatzarbeiter. Heroes are entering your dungeon. Ah, jetzt kommen auch noch Helden gleichzeitig in meinen Dungeon. Folterbefehle. Habe ich richtig gesehen, wir haben den Succubus verloren. Ja, haben wir. This hero is toast. Aber ich denke, die paar Helden kriegen wir noch so klein. Genau, so. Also, neue Succubus. Und gleich mal zwei Oculi. Ja, ich kann den zweiten Trupp freischalten. So. So machen wir Trupp 1 erstmal wieder klein. Und fertig. Gut. Dann schicken wir beide Trupps zum Trainieren. So. Und dann brauchen wir dringend mehr Materialien. Dann Höllenhunde, Dunkelzwerge und irgendwie klappt das dann schon wieder, was wir vorhaben. Und hier wird wieder fleißig gefoltert. Ich denke mal, zwei Foltermeister reichen, den Rest schmeißen wir hier mal raus. So. Die ist sie durch Heldenforderung gehalten. Sehr schön. So, neue Imps. Weil ich ja gerade zwei wieder opfere. Und ich denke mal, die kleinen dürften reichen. Also zwei so halbstarke Squads. Dürften eigentlich reichen, um Materialien zu beschaffen. Währenddessen überlege ich... Oh, ich weiß schon, wie ich das hätte machen können. Ich muss einfach bloß zwei Hühnchen beschwören. Hühnchen und Hütchen. Sehr schön. Jetzt habe ich drei Punkte für den Höllenhund. Sehr gut. Kann ich gleich schon mal zwei rufen. Wow, das war knapp. Ah, aber er wird geheilt, mein Scheusal. Ja, ich brauche dringend den Kult, dass ich Skelettbogenschützen ausbilden kann. Die haben dann doch ein bisschen mehr drauf, meiner Meinung nach, als diese Scheusale. Gesundheit. Ja, die haben auf jeden Fall mehr Gesundheit, machen weniger Schaden, haben aber weniger Rüstung. Aber sie betäuben. Das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich nützlich. So, jetzt erstmal die Höllenhunde. Damit haben wir schon mal den Mix. So, und dann können wir die Höllenhunde hochtrainieren. So. Ich kann genug lagern. Sehr gut. Dann bauen wir erstmal den Kult, der nicht hier oben hinpasst. Ah. Den müsste ich dahin bauen. Okay, dann halt erstmal die Werkstatt. Die passt zum Glück da oben hin. Bauen wir sie einfach mal hier gegenüber hin. Dann fehlt eigentlich nur noch das Arcanium. Gut ist.